Armatur mit ausziehbarem Schlauch also. Auch hier gibt's Hoch- und Niederdruck. Wir zeigen dir die Besonderheiten. Erst am Hochdruck, dann am Niederdruckanschluss. Neben den beiden Anschlüssen für warm und kalt gibt's da noch einen dritten, für die Brause. Mach hier erstmal die Anschlussschläuche fest und die Gewindestäbe, um die Armatur zu befestigen. Jetzt kann die Armatur schon mal in die Spüle. Unterlegscheibe mit Dichtung drauf und festschrauben. Die Anschlussschläuche kommen an warm und kalt. Jetzt kommt der Schlauch für deine Brause. Den schiebst du von oben in die Öffnung und machst ihn unten am dritten Anschlussschlauch fest. Das Gewicht kommt unten an den Schlauch, knapp vor der tiefsten Stelle. Nochmal testen. Läuft. Für Niederdruckarmaturen sieht das ein bisschen anders aus. Weil hier das Wasser nicht oben an der Armatur, sondern unten am Schlauchanschluss rauskommt, wird es schon gleich dort gemischt. Dafür das T-Stück. Da kommen Warmwasser vom Boiler und Kaltwasser von der Armatur zusammen. Darum hat die Armatur 4 Anschlussschläuche. Der von der Handbrause geht an den zusätzlichen Anschluss am T-Stück. Auch da gibt's Unterschiede. Das hier ist eine Schnellkupplung. Dann warm und kalt, wie gehabt, oben an den Boiler. Dichtung nicht vergessen. Die rote ist für Metall, die aus Gummi für Kunststoff. Und der letzte Anschlussschlauch fürs Eckventil. Noch das Gewicht. Achte darauf, dass der Schlauch sich frei bewegen kann. Dann den Boiler noch entlüften, bevor du ihm Strom gibst. Und du bist fertig. Tipps und Infos findest du hier in der Linksammlung. Du willst mehr Projekte? Dann darfst du gerne Hornbach abonnieren. Wir sehen uns beim nächsten Projekt mit der Hornbach Meisterschmiede.